Moin liebe Wölfe zur neuen Weekly Wolves. Die Länderspielpause geht zu Ende und für unsere Profis, die nicht bei den Nationalteams waren, hat diese Pause bedeutet Regeneration und auch einmal die Füße hochlegen. Wir hatten sehr viele Spiele am Stück und die Zeit war dann schon gut, dass wir ein paar Tage regenerieren konnten. Klar, die aktuelle Corona-Situation lässt da auch nicht viele Aktivitäten zu, aber trotzdem war es dann mal gut abzuschalten, ein bisschen die trainingsfreie Zeit zu genießen. Jetzt geht es aber in der Liga weiter und am Samstag gastiert der erste Fußballclub Köln bei uns in der Volkswagen Arena. Die Kölner kommen als Tabellen-16. Nach Wolfsburg. Das Team um VfL-Leihgabe Elvis Rexbicay hat aktuell 23 Punkte auf dem Konto, konnte aus den letzten 3 Spielen 2 Unentschieden holen. Darunter am letzten Spieltag ein 2:2 gegen Borussia Dortmund. Lange führte man, doch dann schlug der BVB noch einmal zu. Das sollte Warnung genug sein für die Wölfe. Ich verfolge den FC natürlich noch aus der Ferne und tabellarisch stehen sie jetzt nicht so gut da. Trotzdem muss man sagen, dass sie gerade gegen die Mannschaften, die oben stehen, immer gut gepunktet haben oder diesen Mannschaften das Leben auch schwer gemacht haben. Gerade jetzt Dortmund zweimal oder auch Leipzig. Und ja, deswegen, wie jede Mannschaft in der Bundesliga, wird auch der 1. FC Köln sehr schwer zu bespielen sein. Und trotzdem hoffe ich, dass wir da am Ende die 3 Punkte holen werden. Im Hinspiel gab es ein 2:2 in Köln. Max Arnold traf unter anderem mit diesem Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Zu sehen gibt es den Treffer aus allen Perspektiven auf unserem Insta-Channel. Liken und kommentieren ausdrücklich erwünscht. An dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzliche Geburtstagsgrüße nach Brasilien senden. Unsere VfL-Legende Grafitsch feiert heute seinen 42. Geburtstag. Alles Gute! U23-Kapitän und VfL-Urgestein Julian Klamt beendet im Sommer seine Karriere. Nach 20 Jahren hängt der 32-Jährige die Fußballschuhe an den Nagel, bleibt der VfL-Familie jedoch erhalten. Im Anschluss an seinen Vertrag wird er eine Tätigkeit in der Akademie übernehmen. Wir sagen danke für alles und alles Gute, Capitano. Die Enttäuschung stand unseren Wölfinnen ins Gesicht geschrieben. Nach der Niederlage im Hinspiel ging auch das Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League an den FC Chelsea. Und der Traum vom Halbfinale ist geplatzt. Allzu lange darf die Niederlage jetzt aber nicht im Kopf unserer Mädels rumschwirren, denn schon am Sonntag steht das nächste Kracher-Duell auf dem Plan. Im DFB-Pokal-Halbfinale wartet der FC Bayern München. Anpfiff gegen die Münchnerin ist um 14 Uhr und sehen könnt ihr das Spiel bei den Kollegen von der ARD. Jo Wölfe-Fans, euer Salzer wieder am Start. Hier ein kleines Update vom Finale der VBL Club Championship tatsächlich. Wir waren im Finale, wir haben uns fürs Finale qualifiziert, waren in einer sehr starken Gruppe mit Bochum, St. Pauli und Heidenheim. Platz 1 und Platz 2 aus der Nordwestdivision bzw. Südostdivision mit Heidenheim. Und ja, tatsächlich konnten wir uns nicht fürs Finale, Halbfinale und Finale qualifizieren. Wir sind leider ausgeschieden. Wir hatten ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten im Vorprogramm, deswegen konnten wir uns nicht zu 100% auf dieses Turnier leider fokussieren. Außerdem hatten wir ein bisschen Pech gehabt, Tagesform ist halt in FIFA extrem entscheidend. Alle Spiele wurden heute gespielt, trotzdem bin ich wirklich sehr, sehr stark, nicht sehr, sehr stark, sondern sehr, sehr stolz auf unser Team. Wir haben eine richtig gute Saison abgeliefert, leider das letzte Quäntchen Glück jetzt am Ende gefehlt. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir wirklich einen guten Platz abgeliefert haben und freue mich aufs nächste Jahr. Dann greifen wir wieder an und dann heißt es, die Jagd nach dem Titel beginnt. Die Jagd nach dem Titel beginnt und dafür sind unsere Daumen, lieber Salzer, feste gedrückt. Feste gedrückt sind natürlich auch unsere Daumen für das kommende Osterwochenende. Unsere Wölfin also gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und unsere Jungs dann hier in der Volkswagen Arena am Samstag 15:30 gegen den 1. FC Köln.
Heute habe ich aber nicht das letzte Wort an euch zu richten, weil ihr habt bestimmt gemerkt, das ist meine Abmoderation, sondern die wird ein bekanntes Gesicht an euch richten. Ich sage an dieser Stelle vom gesamten Team frohe Ostern, bleibt gesund und munter, bis bald, euer Felix. Hallo VfL-Fans, ich möchte dir gerne von ganzem Herzen ein frohes Ostern wünschen, eine schöne Zeit mit deiner Familie und lasst es euch gut gehen.